herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute gibt es wieder ein Aufgebraucht-Video für euch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Ja, ihr Lieben, wie schon gesagt, es gibt ein Aufgebraucht und wir fangen an mit der Kategorie Haushalt. Da habe ich fünfmal diese Textilschutzsäckchen aufgebraucht von Eroxon, heißt das, glaube ich. Ja, die brauchen wir immer wieder, weil wir leider nicht Motten haben, sondern Teppichkäfer, was im Prinzip dasselbe ist, nur in Käferform. Deswegen muss ich die immer mal nachfüllen. Und zwei von Nexalotte. Ich persönlich finde, dass die Nexalotte besser riechen, weil die hier riechen sehr, sehr intensiv nach Lavendel und die hier riechen halt eher so blumig. Deswegen mag ich lieber die, aber ja, muss ich halt nachkaufen. Dann habe ich einmal eine Glade-Duftkerze, noch nicht aufgebraucht, aber jetzt gerade in Verwendung. Die riecht sehr gut. Das ist Lucius, Sherry und Peony. Ja, finde ich riecht gut. Glade finde ich auch immer recht gut. Würde ich mir auch wieder kaufen. Dann habe ich einmal Müllbeute von Profissimo. Zugbandmüllbeute, 60 Liter mit Duft. Ja. Ich habe auf eine Freundin von mir vertraut, die hat gesagt, die sind gut, weil normalerweise wisst ihr ja aus der Drogerie und Müllbeutel. Aber ja, die sind tatsächlich recht gut bisher und kann ich empfehlen. Dann habe ich einmal Desinfektionstücher von Priva aufgebraucht. Die finde ich nicht so gut wie die von Sacrotan, weil die schneller austrocknen und das nervt einfach. Und ich habe jetzt wieder die von Sacrotan genommen. Ja. Aber ansonsten brauche ich die halt zwischendurch immer mal für die Toilette und ja. Dann habe ich einmal Wäscheparfüm von Denk mit aufgebraucht. Das sind die Cats. Die riechen sehr gut und ist auch ein Nachkaufprodukt von mir. Also würde ich auch wieder kaufen. Die gebe ich immer dazu, wenn ich 60 Grad wasche, weil ich da keinen Weichspüler mit bei habe, sondern Hygienespüler. Und damit das trotzdem gut riecht, habe ich dann das Wäscheparfüm damit drin. So, dann habe ich einmal Nivea Baby Fresh and Pure aufgebraucht und einmal Baby Dream. Ja, habe ich euch schon oft was zu erzählt. Das sind so meine zwei Lieblingsmarken von Feuchttüchern und die kaufe ich auch immer wieder nach. Dann hat mein Mann einmal eine Tempo-Taschentücher-Packung gekillt. Ja, wir haben einen sehr, sehr hohen Tempoverbrauch, weil es ist gerade wieder, die Pollen fliegen wieder und mein Mann leidet und braucht sehr, sehr viele Taschentücher im Moment. Deswegen wieder eine Packung. Dann habe ich einmal meine Trocknertücher von Domol aufgebraucht. Die kann ich euch sehr empfehlen. Die haben einen sehr, sehr guten Duft. Und ja, danach riecht dann auch die Wäsche eine ganze Weile. Genau, deswegen finde ich die sehr gut. Dann habe ich einmal Allzwecktücher von Denk mit in Granatapfel aufgebraucht. Sind ja meine Lieblingstücher und kaufe ich auch immer wieder nach. So, dann habe ich einmal hier Swiffer Staubmagnet Dings. Ihr wisst schon, das war, glaube ich, so ein Kit, wo beides drin ist, also wo drei Wischer drin sind und ein Stab. Ja, die habe ich jetzt auf jeden Fall aufgebraucht und die kann ich euch empfehlen. Ich finde den Swiffer sehr, sehr praktisch, wenn man ganz, ganz schnell mal Staub wischen möchte, dann funktioniert das sehr gut und ja, würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Dann habe ich einmal Backpapierzuschnitte von Home Ideas, also von Penny, aufgebraucht. Da ist es mir ja relativ egal, von wo die kommen. Die funktionieren für mich alle und ja, Hauptsache Zuschnitte. So, dann habe ich einmal ein Raumparfüm von Airwick aufgebraucht aus den automatischen Sprühern. Ja, der roch sehr gut, aber ein bisschen zu sehr blumig für meinen Geschmack, obwohl es Tag am Meer heißt. Aber ja, genau, es gibt auf jeden Fall bessere, aber würde ich mir gegebenenfalls auch nochmal wiederholen. So, dann habe ich zweimal Kontaktlinsen aufgebraucht, einmal von iLike, also von Budni. Und einmal vom Visio Max Tageslinsen, finde ich beide gut, würde ich auch wiederholen. Und dann habe ich einmal von Wellness Beauty The Beauty of Lumi Lumi Bed and Körperspray aufgebraucht mit Pfirsichkernöl und Monai, keine Ahnung was. Ich habe halt geschrieben, war gut, aber zu viel. Also ne, das hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich das aufgebraucht habe. Und hält auch nicht sehr lang, der Geruch leider. Deswegen würde ich es mir wahrscheinlich nicht nochmal wiederholen. Aber es war okay. Dann mein allerliebstes Bedspray ist das von Rituals, Ritual of Ying. Ja, das ist dieses kleine.
Das hatte ich einmal in der Box, habe ich schon einmal aufgebraucht. Dann hatte ich sie hier jetzt nochmal in der Pink Box war das drin. Und ich habe es jetzt nochmal in Verwendung, weil ich es aus dem Tauschpaket hatte. Aber das ist so, so gut. Aber ich will mir das nicht in groß kaufen. Das ist so teuer. So, als nächstes kommen wir zur Kategorie Masken. Da habe ich einmal hier von Balea die Tuchmaske Chocolate Dream aufgebraucht. Ich habe geschrieben, richtig toller Duft, aber leider hat meine Haut darauf reagiert, also kann ich die leider nicht mehr verwenden. Und habe halt die zweite, die ich davon hatte, jetzt in die Verlosungsbox getan. Ja, schade, aber der Geruch war wirklich richtig gut. So, dann habe ich einmal Isana Weihnachtstraum-Badesalz mit Erdbeerextrakt aufgebraucht. Das war im Adventskalender von Isana. Guter Duft, aber nicht weihnachtlich, habe ich aufgeschrieben. Ja, genau. Da habe ich einmal eine Augentuchmaske von Isana aufgebraucht. Habe auch geschrieben, die war super. Die würde ich mir auch nochmal wiederholen. Ich mag die auch, die einmal rundherum ums Auge gehen. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ja, dann habe ich zwei Badebomben von Isana aufgebraucht. Das waren die mit den Konfetti drüber. Da habe ich halt nur aufgeschrieben, das war einmal in der Variante fruchtig und einmal in der Variante blumig. Ich finde, die rochen gar nicht. Das Einzige, was war, ist, dass das Konfetti genervt hat. Aber sie haben gepflegt, das muss ich sagen. Sie haben noch nichts geduftet, sie haben aber gepflegt und ja, das Konfetti hat aber genervt. Würde ich mir wahrscheinlich nicht wiederholen. Da habe ich von Yuti die Cheat Mask Deep Hydration aufgebraucht. Ich habe auch geschrieben, viel Serum, Passform zu klein. Ja, genau. Fand ich ganz okay, aber nicht optimal. Dann habe ich hier einmal wieder eine von meinen Lieblingstuchmasken aufgebraucht und zwar die Garnier mit Hyaluron. Ja, die kaufe ich mir auch immer mal wieder nach. Die finde ich sehr gut. Dann habe ich nochmal von Garnier Hydra Bronze Augentuchmasken aufgebraucht. Die orangenen. Habe ich auch aufgeschrieben, sind super und würde ich mir auch immer wieder nachholen. Dann habe ich einmal von Balea die straffende Hydrogel-Gesichtsmaske aufgebraucht. Mit diesen. Wie heißen die? Dynamit, nein, Diamanten. Passform gut, kühlend, aber sonst hat sie nicht viel gemacht. Ja, fand ich nicht so gut, aber ist ja eh eine Limited Edition gewesen. Dann habe ich zweimal Badesalze aufgebraucht aus den Kalendern von Action. Ja, habe ich bei beiden aufgeschrieben, waren okay. Aber ist jetzt nichts, was ich unbedingt nochmal haben muss. Nämlich einmal hier die Honey Beer Face Cheat Mask aufgebraucht. Von Action Body. Viel Serum, Geruch, naja, war okay. Ja, auf jeden Fall sah man sehr lustig aus, weil man hatte dann sowas da im Gesicht. Ja, genau. Aber ob man das braucht, weiß ich nicht. Da habe ich hier einmal von TTZ ein Badezusatz aufgebraucht. Und zwar Detox Pure Basisches, nee, doch, Basisches Badesalz. Mit Aktivkohle. Ich habe aufgeschrieben, war ganz nett. Ich habe jetzt keinen Effekt gemerkt. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Dann habe ich nochmal Yuti iPad Mask aufgebraucht mit Pink Grapefruit. Das war ein Tauschpaket von Elisa und die mag ich sehr gerne und die würde ich mir auch immer wieder nachholen. Dann habe ich einmal von Balea die Hydrogel-Gesichtsmaske Glowing Moments aufgebraucht. Da habe ich auch geschrieben, die war gut und hat auch gut gepasst und ja, war alles super. Würde ich mir auch nochmal wiederholen. So, dann kommen wir zur Kategorie, nehmen wir mal Pflege. Da habe ich als erstes hier Tücher von Alouette aufgebraucht. Die kaufe ich mir ja immer wieder nach. Die finde ich gut. Die sind auch etwas reißfester, haben immer ein hübsches Design. Ja, genau, die kaufe ich mir immer wieder nach. Ach schau, da habe ich noch mehr Kontaktlinsen von Eyelife. Nochmal zwei Packungen. Ja, das ist ja ein Monatshaul, ne? Deswegen sind da ein paar mehr. Dann nehmen wir erstmal hier Isana Wattepads, die kleinen. Ja, die finde ich ganz gut. Die kaufe ich mir auch immer wieder mal. Kann ich auch immer mal wieder nachkaufen. Dann habe ich noch mal Wattestäbchen-Nachfüller von Butnicare aufgebraucht. Die finde ich auch ganz gut. Dann habe ich einmal hier nochmal Wattepads. Ich glaube, das waren größere. Weiß ich gar nicht. Die waren auch im Tauschpaket von Elisa. Die habe ich jetzt nachgefüllt, glaube ich. Das waren auch große. Ja, die sind auch ganz gut. Ich muss mal eben einen neuen Mülleimer holen. So, dann habe ich noch einmal Reinigungstücher Erfrischende von Nivea aufgebraucht.
Die fand ich nicht gut, ausnahmsweise mal. Die waren halt so Bio-Dings. Die fand ich überhaupt nicht gut, die würde ich mir auch nicht wiederholen. Dann habe ich einmal hier Kiesel, Erde, Biotin und Zink von Doppelherz aufgebraucht. Das soll ja Haare und Nägel stärken. Ja, ob es das getan hat, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Wie gesagt, Nägel spüre ich nicht so viel von, weil ich ja Maniküre mache, also beziehungsweise Gelnägel habe. Meine Haare, ja, ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich würde es wahrscheinlich erstmal nicht wieder nachholen. Ja, ich habe keinen Effekt gespürt. So, dann habe ich einmal von Glisskur die Sprühkur aufgebraucht. Und zwar, naja, die Beige habe ich halt aufgeschrieben, ist ein Nachkaufprodukt von mir. Ja, das mag ich sehr gerne und das würde ich auch immer wieder nachkaufen. Dann haben wir hier einmal Balea Duschpeeling Wassermelone. Ich habe aufgeschrieben, dass es im Tauschpaket von Steffi war, dass der Duft gut ist und Peeling mit Handschuh auch ganz gut. Ohne Handschuh hat das ziemlich wenig Peelingpartikel oder nur sehr, sehr feine. Und ja, aber ich habe das mit einem Peeling-Handschuh zusammen benutzt und dann ging das. War ja aber auch eine Sommer-LE. Dann habe ich einmal hier von Isana das Parfüm Deo Innocent Kiss aufgebraucht. Das sieht so aus. Habe ich aufgeschrieben, nicht mein Duft. Ja, genau. Dann habe ich nochmal vom Balea Trockenshampoo schwungvoll aufgebraucht. Die aus der 25 Jahre Edition. War auch im Tauschpaket von Steffi. Ich habe aufgeschrieben, war okay, aber nicht gut. Ja, genau. Dann habe ich einmal die Augencreme von Balea aufgebraucht. Die war im Adventskalender und die fand ich doof. Die habe ich irgendwann dann überall benutzt, damit die alle geht. Und ja, nee, würde ich mir nicht wieder machen. Dann habe ich einmal von Garnier das Micellenreinigungswasser in klein und waterproof aufgebraucht. Das ist super, das mag ich ja allgemein sehr gerne und kaufe ich auch öfter mal in groß nach und ja, finde ich gut. Dann habe ich einmal von Mary Kay Time Wise Age Minimize Day Cream aufgebraucht. Ja, das hatte ich ja in PR bekommen und zum Testen. Ja, und das fand ich super und das würde ich mir bestimmt auch nochmal in groß holen, sofern ich dann meinen Backup aufgebraucht habe. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Dann habe ich einmal von April, keine Ahnung, eine Body Milk aufgebraucht. Die war im Tauschpaket von Regina. Ich habe geschrieben, war gut, aber das Problem war, als das denn so der Füllstand hier war, hat der Pumper nichts mehr rausgeholt. Das hat mich ein bisschen genervt. Aber sonst war das super, der Duft war auch richtig gut und hat auch gut gepflegt. Würde ich mir vielleicht auch nochmal wiederholen. Dann habe ich einmal von Balea Milde Seife Lovely Peach aufgebraucht. Ja, da habe ich aufgeschrieben, richtig gut, war voll mein Geruch. Bin ich großer Fan von, würde ich auch nochmal wiederholen. Dann habe ich einmal von Darf ein Body Joghurt aufgebraucht mit Granatapfel und Shea Butter Duft. So sieht das aus. Die war richtig, richtig gut und die würde ich mir auch nochmal wiederholen. Ich habe die noch in einer anderen Variante, ich glaube im Macadam ja oder so. Aber die finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut und die würde ich auch nochmal nachkaufen. Dann habe ich von Balea eine Aroma Handcreme Pfirsich Vanille aufgebraucht. Habe aufgeschrieben, die war ganz gut. Ja, würde ich mir vielleicht auch nochmal wiederholen. Dann habe ich einmal Rasiergel Tropical Summer von Balea aufgebraucht. Das war im Tauschpaket von Anne. Hier aufgeschrieben war gut und Duft war auch gut. Ja, würde ich mir auch nochmal wiederholen. Ich habe auch gerade wieder eins von Balea, ein Rasiergel und ja, die finde ich sehr gut. Voll viel Balea habe ich diesmal aufgebraucht, ne? Dann habe ich einmal von Neutrogena das Kurkuma Clear aufgebraucht. Das ist ein Waschzeugs. Das war im Adventskalender von Crash. Genau. Und das war richtig gut und das würde ich mir auch nochmal wieder nachholen. Dann habe ich hier einmal Nivea Double Effect Augen Make-up Entferner. Ja, den finde ich richtig gut und den kaufe ich auch öfter immer mal wieder nach. Kann ich euch empfehlen. Dann habe ich noch einmal eine Spülung leer gemacht. Die habe ich von meiner Arbeitskollegin bekommen. Habe aufgeschrieben, die war ganz gut. Ja, von Redken. Aber ja, weiß nicht, ob ich sie nachkaufen würde. Wohl eher nicht, weil man die nicht im Einzelhandel bekommt. Also nicht in denen, wo ich einkaufen gehe. So, dann kommen wir zum Schluss nochmal zur dekorativen Kosmetik. Da musste einmal ein Liquid Lipstick wieder fliegen, weil der gekippt ist.
Genau, der musste fliegen. So, dann muss ich ein paar Pinsel aussortieren. Hier ein von Catrice, weil der Haare verliert. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Ja, die stehen da halt überall so ab, ne? Und der verliert halt Haare. Dann hier den von Real Techniques sortiere ich aus. Das Ding hier ist schon abgebrochen und ich kann damit irgendwie überhaupt nicht mein Make-up verteilen. Und den finde ich doof und den sortiere ich jetzt aus. Und einen aus der Essence Bienen-LE, hätte ich fast gesagt. Ja, weil, genau, weil das Ding nicht mehr hält. Ja, finde ich nervig, wackelt nur noch und nee, deswegen muss der auch fliegen. So, dann habe ich einmal hier ein Body Mist von Lovely aufgebraucht. Das ist bei der dekorativen Kosmetik, weil ich damit meine Schwämme angesprüht habe oder meine Pinsel. Ich habe halt aufgeschrieben, naja, also ich würde es mir wahrscheinlich nicht wiederholen und ja, nee. Dann habe ich einmal von Benefit das Gimme Brow Plus aufgebraucht. Ja, das ist ja ein Augenbrauengel, das mag ich sehr gerne und das würde ich auch nochmal wiederholen. Dann habe ich ein Rival Loves Me Setting Spray aufgebraucht. Und zwar mit, Mädels, passt auf, mit Cucumber. Nicht Kokumba. Cucumber ist Gurke. So, das ist mein Wort zum Sonntag. Ich kann es nicht mehr hören, es tut mir leid, Mädels. Aber es heißt Cucumber. Nicht Kokumba. Das ist Kurkuma. Das kann man so aussprechen. Aber das ist nicht Kokumba, das ist Cucumber. So. Mein Wort zum Sonntag. Ja, das Setting Spray war okay. Ja, vom Geruch her mochte ich das sehr gerne. Ob es so viel getan hat, ist die nächste Frage. Aber ja, gibt es ja eh nicht mehr. Ja, dann habe ich einmal ein Primer aufgebraucht von Benefit, dem Professional. In einer kleinen Reisegröße. Den fand ich nicht so toll und den würde ich mir nicht wiederholen, weil für den Preis gibt es auch andere, die das Gleiche machen. Dann habe ich einmal von Svenja Wahlberg, glaube ich, das Lash Cocaine aufgebraucht. Ich habe aufgeschrieben, das ist mega gewesen. Also ja, ich würde mir das auf jeden Fall wiederholen, weil das hat richtig was gebracht und bin ich sehr, sehr zufrieden mit, würde ich auf jeden Fall wieder kaufen. Dann habe ich noch aufgebraucht von L'Oreal von den Lash Paradise Primer. Den fand ich auch richtig, richtig super und den würde ich mir auch nochmal wiederholen. Ich habe ihn aber bisher noch nicht wieder gefunden, in den Läden jedenfalls nicht. Aber ich würde ihn mir auf jeden Fall wiederholen und ich kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen. Und dann habe ich noch einmal einen Eyeliner aufgebraucht von Trended Up aus der Catch the Light LE. Ja, ich mag ja so bunte Eyeliner sehr, sehr gerne zwischendurch und ja. Den habe ich jetzt aufgebraucht. Kann ich euch auch empfehlen, die Eyeliner aus den LEs. Ja, ihr Lieben, das war mein Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, das Video geht nicht zu lang. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.